Die Aristo-Titan-Carbon-Uhr, die ich euch heute zeige, ist für mich so etwas wie die moderne DNA von Aristo. Viel neues Material, neues Design, ein bisschen Innovation und nicht ganz der Mainstream. Wenn euch das interessiert und ihr mehr davon sehen wollt, bleibt dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ein Carbon-Ziffernblatt, ein Titangehäuse, ein Carbon-Spangenband und eine extrem leichtgewichtige Schließe, das ist die DNA der Uhr, die ich euch heute zeige. Und für mich steht diese Uhr ein klein bisschen für das moderne Gesicht von Aristo in den heutigen Zeiten. Die Aristo Titan-Carbon mit der Nummer 5H83 ist angetrieben von einem ETA 2824-12. Hat einen Durchmesser von 41 mm und eine Wasserdichtigkeit von 5 bar bzw. 50 Metern. Die Uhr hat eine von mir handvermessene Höhe von 10,5 mm, eine Bandanstoßbreite von 20 mm sowie eine Horn-zu-Horn-Weite von 47,8 mm. Die Krone ist eine nicht verschraubte Krone zum Ziehen und Drücken und die Uhr bringt einschließlich des Carbonbandes 74 Gramm auf die Waage. Das Carbonband ist ein Spangenband, es ist nicht flexibel und lässt sich auch nicht biegen, sitzt aber bei mir am Arm ausgesprochen angenehm. Das verbaute Glas ist ein Mineralglas und schützt die Uhr, denke ich, zuverlässig. Ein Saphirglas wäre mir an dieser Stelle allerdings etwas lieber gewesen. Schauen wir mal, wie die Titan-Carbon-Uhr am Arm sitzt. Dafür musste ich meine Laco Frankfurt GMT ausziehen, die ich heute über Tag anhatte. Und wir schauen mal, wie die Uhr sich am Arm macht. Ja, ich finde, sie sitzt prima. Sie sieht nicht alltäglich aus, was mir wieder sehr, sehr gut gefällt. Sie ist ausgesprochen leicht und sitzt wirklich angenehm am Arm. Ich mag sowas. Das Ziffernblatt ist der absolute Hingucker. Es changiert im Licht. Wirklich klasse. Teilweise sieht es so aus, als würden die Indizes über dem Carbon, über der Carbonstruktur des Ziffernblattes schweben. Richtig, richtig toll gemacht. Gefällt mir unglaublich gut. Wirklich was Außergewöhnliches. Und etwas, was ich so an keiner meiner Uhren habe und mir sehr, sehr, sehr gut gefällt. Ich kann das gar nicht anders sagen. Es ist leider so, dass das im Video auch nicht ansatzweise so toll rüberkommt, wie es im Real aussieht. Wenn ich an der Uhr eine Sache aussetzen müsste und dazu gezwungen wäre, dann wäre es für mich die Schließe. Die Schließe ist aus gebogenem dünnen Blech oder Titanblech. Dadurch ist die Uhr mit 74 Gramm extrem leicht, aber ich hätte gerne einige Euro Aufpreis bezahlt und eine Schließe gehabt, die ein klein bisschen stabiler und ein klein bisschen wertiger ist. Ich bezweifle nicht, dass diese Schließe hält und absolut sicher ihren Dienst verrichtet, aber angesichts des tollen Ziffernblattes und der toll gemachten Uhr hätte ich mir auf der Schließenseite etwas Massiveres gewünscht. So, dann schauen wir uns die Titan-Carbon-Uhr einmal bei Nacht an.
einmal das erste Videolicht, dann das zweite Videolicht und das ist die Uhr bei Nacht. Wie ihr sehen könnt, ist die Leuchtmasse nicht sehr gleichmäßig aufgetragen. Daher vermute ich, dass die Leuchtkraft auch nicht so lange anhält, als wenn sie komplett und dick aufgetragen wäre. Ich denke, die Stärken dieser Uhr liegen in anderen Bereichen, aber nicht in der sehr hellen und sehr lange anhaltenden Leuchtkraft der Zeiger und der Indizes. Meine Meinung ist immer ehrlich, die Uhren, die ich euch vorstelle, sind in einem Preisbereich, den ich für durchaus leistbar halte. Wenn euch so etwas interessiert und ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal und freut euch auf die nächsten Videos, die kommen. Bis dahin, tschüss, euer Axel.